Heidi Krause, bin eigentlich aus Bayern, wohne jetzt mittlerweile in Stuttgart und freue mich heute mit dir die Woche für die Woche starten zu dürfen. Heute geht es noch ganz easy los. Wir machen so ein bisschen Dehnen, mach Krafteinheiten, lass dich überraschen und genieße den Tag mit mir. Wir stellen uns locker hin, schütteln die Arme aus. Kreise die Schulter. Ganz genüsslich nach hinten. Atme tief ein. Tief ein. Und aus. Noch einmal. Tief ein. Und aus. Zweimal mehr. Tief ein. Und aus. Ein letzter. Öffne die Arme. Halte. Knie leicht beugen. Und der Kopf geht nach rechts. Nach vorne. Nach links. Vor, Hände tief. Schulter zurück. Bauch weit zu. Kopf geht vor. Roll den Kopf nach rechts. Zur Mitte, nach links, zur Mitte, roll dich auf, Arme, die Schultern, reiß. Die letzten vier, drei noch, zwei mehr, ein halber Kreis mit den Armen, halt, halt. Halt immer noch leicht gebeugte Knie. Vier, drei. Eine ganze Kraft. Vier, drei. Single Arm nach vorn. Vor, vor, vor. Vier, drei. Nimm beide Arme mit. Vor und drei. Vier, drei, halte, öffne und schließe. Klebe die Ellbogen an den Körper. Und öffne die Arme. Weiter nach hinten. Dehnen und genießen. Die letzten vier, drei, und wir halten außen, halten, streck die Arme und kreisen. Stelle vor, zieht deine Fingerspitzen weit auseinander, die Knie immer noch leicht gebeugt. Vier noch, drei noch, zwei. Und wir lösen die Arme. Komm tief. Komm auf die Zehenspitzen, komm hoch. Und tief, noch einmal. Zehenspitze, binde deine Mitte und tief. Nimm die Arme mit. Hoch. Und tief. Zwei mit. Hoch. Tief. Letzter. Wir gehen ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper. Roll dich ab. Diese Fingerspitzen. Bis zu den Zehenspitzen kommen, dann roll dich wieder auf. Und streck dich nach oben. Noch einmal. Kinn zur Brust. Roll dich wieder mit der Wirbel ab. Wenn du nicht ganz bis nach unten kommst, nicht schlimm. So weit du kannst. Und jetzt kommen auf die Zehenspitzen. Zehenspitzen. Wieder tief. Und rollt. Wirbel für Wirbel ab. Einmal mehr. Aufrollen. Bleib hier bei mir. Komm ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und langsam wieder hoch. Komm hoch, komm hoch. Wenn du jetzt tief gehst, geht dein Gewicht auf die Ferse. Komm tief, tief, tief und tief. Die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen. Nochmal. Komm tief, tief, tief.
Und hier, guck mal auf deine Knie und deine Füße, die sind hüftbreit voneinander entfernt. Das heißt, nur die Faust hat Platz zwischen den Knien und auch zwischen den Füßen. Ja, nochmal. Komm tief, tief, tief und tief. Komm hoch, hoch. Beim Hochgehen, leicht die Beuge, ein bisschen schneller. Zwei Seiten. Und noch einmal. Komm tief, tief, hoch. Und hoch. Bitte langsam machen. Ah, noch nicht, dann machen wir noch ein bisschen. Vier noch. Tief, hoch. Und hoch. Drei. Achte dabei darauf, dass dein Rücken hinten auch gerade ist. Bauchspannung. Bauch anspannen. Gewicht auf die Fersen. Ein letzter. Ein bisschen schneller. Singles. Komm tief. Und hoch. Und wieder gleich ins Grün. Gleich gebeugte Knie beim Hochgehen. Vorbeugspannung. Bauch einziehen. Rücken immer auf gerade. Brustbein anheben. Und weißt du, schön ist? Wie wär's mit den Armen? Unbedingt. Tief. Hoch. Ah, ist noch ein moderates Montagmorgen-Training, oder? Für den Start in die Woche. Vier noch. Drei. Achte auf deine Körperhaltung. Grundspannung. Tief und halt. Tief, halt. Tief und halt. Dicht auf die Ferse. Hochspannung. Vier noch. Drei. Zwei. Und bleib unten. Bleib tief. Und kurze Bewegung. Guck mal. Der Rücken ist gerade. Schulter tief. Nacken lang. Komm tiefer. Gewicht auf die Ferse. Bauch und Bauchspannung. Vier. Drei. Und acht ganze. Komm tief. Und guck sie an. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir bleiben oben. Oben. Öffne die Arme. Winkel sie ab. Rück und vor. Immer noch leicht gebeugt die Knie. Vier. Drei. Zwei. Und halte. Halte. Wir gucken mal dein Gleichgewicht. Rechtes Bein anheben. Zehen anziehen. Standbein beugen. Und wir kreisen mal das Fußgelenk. Gegenrichtung. Und das ganze Bein. Gegenrichtung. Ah, stell das Bein sicher auf. Wechsel die Seite, finde deine Mitte. Zehen anziehen. Standbein beugen. Nur das Fußgelenk. Gegenrichtung. Und das ganze Bein. Und noch hier wechsel die Richtung. Und bitte deine Mitte. Sich aufstellen, atme tief ein. Lock aus. Einmal mehr. Bleib hier. Öffne die Beine ein bisschen breiter als hüftbreit. Die Ferse etwas näher zusammen. Die Zehen ausbalanciert. Schulter tief. Brustbein anheben. Gewicht wieder auf die Ferse. Und komm auf zwei Seiten tief. 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 Hoch. Und weiß noch, Rücken ist gerade. Sehr schön. Vier. Drei. Bisschen schneller. Die Singles. Tief. Und hoch. Und wir nehmen die Arme nach vorne mit. Vor. Franzi. Vor. Franzi. Bauch anspannen. Bauch einziehen. Ruhig atmen. Beim Hochgehen leicht gebeugte Knie. So, und warum machen wir das Ganze? Wir sind in der Body-Fit-Woche. Da brauchen wir knackige Oberschenkel. Da sind wir schon mitten dabei.
hier. Die Heil. Komm. Die Heil. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Komm tief. Daumen hoch, damit ich weiß, es geht gut. Komm kurz. Ja, gut. Dann zieh die Arme ein bisschen höher. Rücken und Bauch gerade. Bauch und Popo-Spannung. Komm ein bisschen tiefer mit dem Popo. Vier. Drei. Ah, wir lösen. Euch auf. Sind die Beine auf? Bist du fit? Ist der warm genug? Kann dein Tag kommen? Bist du bereit? Ja? Dann stell dich locker hin. Atme tief ein. Tief ein. Locker aus. Einmal mehr. Dann oben. Freu dich. Ja, einfach. Nicht so groß. Langsam hier mit der Wirbel ab. Deutsch, langsam hier mit der Wirbel auf. Streck dich. Die Daumen hinter die Schulter bringen. Streck dich weit nach oben. Und noch einmal. Roll dich ab. Und roll dich langsam hier mit der Wirbel auf. Streck dich hoch. Schnapp dir deine rechte Hand. Zieh sie nach außen. Wechsel die Seite. So, bitte. Öffne die Arme. Nimm eine Hand nach hinten. Nimm ein Bein nach hinten. Und ich sage danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns morgen um 8 Uhr wieder. Und schau mal, ob du einen Stuhl in der Nähe hast. Denn morgen braucht ihr einen Stuhl fürs Training. Bis dahin, einen guten Tag, viel Erfolg. Bleib gesund. Bye, bye.